Hey du! Ja, ich rede mit dir! Du bist mit Matt verbunden, stimmt's? Mann, ich würd's lieber sofort lassen, wenn ich du! Es ist mir ein Vergnügen, heute mit Ihnen zu fahren, Sir. Hey, wie läuft's bei dir? Sehr gut, danke. Heute verspricht ein außergewöhnlicher Tag zu werden. Ach ja? Gibt's einen Grund? Mir gelang ein Durchbruch in der Entwicklung, der es dem Terramain-Netzwerk ermöglichen wird, seine Flügel auszubreiten. Klingt in der Tat außergewöhnlich. Ich werde Sie nicht mit Details langweilen. Niemand mag einen geschwätzigen Fahrer. Wir sprechen uns bald wieder. Frieden zu erlangen, während dir ein Dämon innewohnt. Das Nachdenken ist wie die Stille im Auge eines Sturms. Du lässt los. Du bist nicht fest in dieser Welt verankert. Nach und nach verlierst du dich selbst. Du musst dich läutern, dein Gleichgewicht wiederfinden. Ich kann dir helfen. Setz dich. Okay, bin ganz Ohr. In der Stadt bist du von der Natur getrennt. Schluchten aus Glas und Beton, neonfarbene Augen. Der Dreck dieser Welt lässt dich ersticken. Im Zen-Garten ist es nicht gerade. Du musst ruhen und wieder mit deinem Selbst in Kontakt treten. Du bist die Quelle. Alles, was du tun musst, ist aus ihr schöpfen. Bist du bereit? Ich kann's ja mal versuchen. Ich gebe dir einen Brain Dance zum Meditieren, um dein Bewusstsein zu befreien. Geben? Entscheide selbst, wie viel du mir zahlst. Wenn das so ist, zahle ich einfach nichts. Scheint dir ja eh nicht um Eddies zu gehen. Wie du wünschst. Die ersten Meditationstechniken
sollten unter Aufsicht angewandt werden. Lass uns anfangen. Ich leite dich an. Das ist eine Meditation des Elements Erde. Geist der Natur, Mutter Erde, ich grüße dich. Wir sind gleichen Blutes. Ich bin du, du bist ich. O Mutter Erde, die mich und alle Kreaturen der Welt gebar, bleie meinen Körper und meine Seele von Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negativer Energie anderer Menschen und Dimensionen. Leihe mir die Kraft des Lebens. Leihe mir Gesundheit, Jugend, Wissen, Stärke, Freude und inneren Frieden. Wir gehen über Erde und Wiese, Natur in voller Blütezeit. Wir ziehen unsere Schuhe aus. Mit unseren bloßen Füßen nehmen wir die Energie der Erde auf. Wir spüren Freude, Klarheit, Reinheit im Herzen und in der Seele. Wir schreiten über die Erde. Schmetterlinge lassen sich auf Blumen nieder. Bienen sammeln Nektar. Wärme und Freude umgibt uns, durchdringt uns. Wir nehmen die Energie der Erde mit jeder Faser unseres Körpers auf. Unsere Seelen sind rein. Wir danken dir, Mutter Erde, mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich, wie auch ohne die anderen Elemente, gäbe es kein Leben. Hallo? Netter Zaubertrick. Thank you.
Eine Freude, Sie wiederzusehen. Hey, Del. Dürfte ich Sie während der Fahrt mit einer Frage beenden? Hast du gerade schon, aber schieß los. Es ist ein ungewöhnliches Anliegen. Was wird sich jemandem raten, der mehr über das Wesen der Menschen erfahren und eine Bindung mit ihnen eingehen möchte? Fragst für einen Freund, was? Na, viel Zeit mit Menschen verbringen. Zuhören, sie beobachten, studieren. Studieren? Was für ein ausgezeichneter Rat. Dafür. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Weile her, alter Freund. Was haben wir denn hier? Kotflügel und Kofferraumklappe verrostet. Der Rest tut's noch. Was wohl unter der Haube ist?
warm. Der Motor lief vor kurzem noch. Neue Spule, neue Stecker. Jemand hat an der Nockenwelle gebastelt. Und was ist das hier? Jemand hat das Kühlgebläse gereinigt und Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Aber mit Wasser. Neu, aber gebraucht. Sicher von einem anderen Schrotthaufen. Okay, genug gesehen. Hey, was zum... Finger weg von meinem Auto! Was? Nein, das ist mein Auto! Ach ja? Warum hat es dann hier vor sich hingerostet? Weil ich eine Panne hatte und... Und du es dann zurückgelassen hast? Und jetzt willst du es plötzlich zurückhaben. Als ob. Hör mal. Ich bastel schon seit einer Woche an der Karre und tu alles dafür, dass sie wieder läuft. Also, insgesamt ziemlich beeindruckende Arbeit. Ich dachte, das Auto wäre so gut wie hinüber. Hast es also nicht mehr gewollt oder gebraucht. Aber ich brauche es, damit ich die Stadt endlich für immer verlassen kann. Klingst verzweifelt. Warum willst du weg? Wenn du schon so blöd fragst, verstehst du es wahrscheinlich eh nicht. Komm schon. Erzähl einfach. Was gibt es da zu erzählen? Sieh dich doch um. Überall Dreck und Abschaum. Ich will hier nicht mehr leben. Gerade jetzt. Die Steuerkette ist fast durchgerostet. Und? Du solltest sie ersetzen, sonst reißt sie. Sobald du auch nur ein bisschen schneller als 30 fährst. Warte mal. Heißt das, ich kann es behalten? Genau das meine ich damit. Kann es hier sowieso nicht gebrauchen. Ist nicht gerade ein Stadtauto. Möge die Straße dir Glück bringen, kluges Mädchen. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sieh sich das einer an. Hat der Nomade etwa Wurzeln geschlagen? Ich weiß nicht. Ist schwer, über sowas nachzudenken, wenn dir eine Zeitbombe im Kopf steckt. Falls es dich tröstet, die Zeitbombe fühlt sich auch beschissen deswegen. Ich weiß, Johnny. Komm, verziehen wir uns. Ich krieg hier eine Gänsehaut. Thank you.
Kann ich dir was bringen? Wie? Alter, hör mal. Ich hab da was für dich. Ein schnelles Geschäft. Interesse? Okay, schieß los. Bleib nett unterwegs, verstehst du? Dabei habe ich eine interessante Annonce entdeckt. Sag nichts. Lass mich raten. Potenzverstärker? Oder ein Mr. Stud? Billig und wie neu. Ich bin ein seriöser Mensch, wie. Deshalb interessieren mich auch nur seriöse Angelegenheiten. Jemand verkauft ein Grimoire. Eine Ausgabe von vor dem ersten Netzzusammenbruch. Du kennst dich ja aus. Weißt, wie viel so eine Software kosten kann und wie viel sie dir einbringen könnte. Ich soll dir das Teil klauen, oder? Nee, du musst das verdammte Ding nicht klauen. Nur kaufen. Ich zahl dir das Doppelte. Du schickst mich zum Einkaufen los? Soll ich noch einen Kasten Nicola und Algenchips mitbringen? Denk doch mal nach, wie. Da will jemand eine absolute Rarität abgeben. Wer ist bereit, sowas zu machen? Jemand Abgebranntes, wie. Und solche Desperados haben eine unangenehme Seite. Sind unberechenbar. Ein falsches Wort und sie ziehen die Knarre. Darum musst du den Verkäufer treffen. Du würdest damit fertig werden. Okay, mach ich. Ja, yeah, klasse, Mann. Ich schick dir die Infos zum Verkäufer. Viel Glück bei der Transaktion. Ganz aus. Der Preis ist nicht verhandelbar. Du bezahlst den vollen Betrag bei Übergabe. Klingt deutlich. Einverstanden. Gut. Ich habe dir die Adresse geschickt. Und komm allein. Thank you.
Thank you.
Thank you.
can consider renting or purchasing a niche for yourself or a loved one. Get in touch with us. Oh!
Oh, das war ein Fehler. Doch die Wand. Ein Zetatec XPR. Der muss ja 50 Jahre alt sein. Mindestens. Ich hatte einen, weißt du? War damals der geilste Scheiß. Das ist meine
Hast du das Grimoire? Hast du meine Eddies? Wie ich schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag, alles deins. Vielen Dank auch. Nichts zu danken. Das Geld hast du verdient.
Thank you.
Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Deins. Okay. Die Bestie schnurrt schon. Schon unterwegs. Bis dann. Du solltest doch nicht anrufen. Nein, hey, das ist jetzt dein Problem. Ich hab ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt's nicht, klar? Soll das ewig so weitergehen? Guck mal, Samson, Frischfleisch. Wäre peinlich, gegen sowas zu verlieren. Chill mal, ich bin doch in der ersten Woche raus. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Das sag ich dir nach dem Rennen, falls wir in einem Stück ankommen. Wir gewinnen das Ding. Ja doch, ich werde auf die Tube drücken. Haben die Bullen kein Problem damit? In C-Cop sehen keine Probleme, wenn ihnen genug Eddies die Sicht versperren. Eddies lösen echt jedes Problem, Und wenn einer stirbt, hat das keine Folgen? Den Bullen ist es egal. Die stopfen nur Daten in ihre Unfallberichte und das war's. Eine Kugel im Kopf zählt also als Unfalltod? Auf manchen Straßen schon. Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarre. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Yeah.
erster Platz. Du klingst überrascht. Erster Platz. Ich bin nicht überrascht. Es ist nur... Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie. Zur Sicherheit. Alles klar. Machst du es für die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Es ist die Straße, die zählt, nicht das Ziel. Dann mach, dass wir auf der Straße bleiben. Und zwar vorn. So kriegst du deine Reise und ich meinen Sieg. Okay, war nur eine Frage. Soll ich dich mitnehmen? Ja, okay. Dann fahren wir. Yeah.
Penner klebt mir am Arm. Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße. Aber mir ist was eingefallen. Und was ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Das Clouds könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Du willst das Clouds übernehmen? Das ist dein Plan? Hab das Gefühl, dem fehlt noch einiges. Was denn? Ein Anfang und eine Mitte? Sieht aus, als hättest du bisher nur das Ende. Die Mitte habe ich auch. Ich habe jemanden drin. Und den Anfang übernimmst du. Hilfst du mir? Okay, ich bin dabei. Wuhu, yeah! Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Maiko Maeda? Wer genau ist das? Der inoffizielle Boss des Clouds. Sie macht das gut. Und was ist sie offiziell? Eine Puppe. Also ein Niemand. Evelyn, Maiko. Scheinst zu wissen, was im Clouds abgeht. Hab mal dort gearbeitet. Hab den Verhaltenschip für sie perfektioniert. Warum bist du weg? Schlechte Vibes. Das Clouds stinkt nach Ausbeutung. Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Ich drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Gut, damit kann ich arbeiten. Wann fangen wir an? Früh morgens. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Besser auf dem Balkon über dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Auf dem Balkon. Verstanden.
Wo bist du, Hirnspinne? Hä? Чтобы мы тебя не нашли. Эй, Leute, hier drüben. Чё?
Quella morte come. Verdächtiger wird lokalisiert. Du wirst aufgefordert, dich zu zeigen.
zu zeigen.